Machen wir ein Verbrauchsvideo, Reichweite, was verbraucht er? Schauen wir mal. Mit knapp 18 Kilowattstunden ist er angegeben. Wir haben jetzt allerdings, wie viel Grad haben wir denn? Müssen wir auf die Home-Taste gehen? So. 12 Grad, also nicht optimal, aber genau richtig, um das einfach mal zu testen, wie weit wir da kommen. Wir haben eigentlich 100%, jetzt zeigt er uns 212 Kilometer. Das muss sich natürlich alles ein bisschen einfahren. Und null Verbrauch, Kilowattstunden, 100 Kilometer und natürlich null Verbrauch. Und wir können hier noch runterscrollen, Fahrtenkilometer, ist alles auf null. Nach, wie gesagt, hier oben mit der Taste kann ich dann hier die verschiedenen Reiter noch wählen. Und kann aber mir auch ein anderes Display anzeigen lassen. Das kann ich hier drin machen. Das ist, ja, Display ist bekannt, haben wir auch schon im Kangoo getestet, im normalen Benziner Kangoo. Schaut euch das Video mal an. Das brauchen wir nicht extra machen. Das System ist, ich denke mal, so gut wie identisch. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal los, gucken, wie weit wir die Kiste verbrauchstechnisch bringen. Wenn wir an Stadt, Land, Fluss, würde ich es nicht sagen, Fluss, aber Stadt, Land werden wir fahren und Autobahn. Und dann gucken wir mal, wo die Kiste nachher von der Reichweite her rauskommt, ob sich das für Firmen, Kleinunternehmer, was weiß ich, Stukateure, Elektriker und so weiter und so fort, die sowas nutzen können, weil da hat er noch so ein cooles System ohne B-Säule, was man dazu kaufen kann. Schaut euch das Hauptvideo an, da wird es erklärt. Genau, in dem Fall würde ich sagen, wir fahren los und dann, ich mache zwei Steps, einen halben, so man die Hälfte verbraucht haben und dann Endding, dass es nicht zu lange wird. Wir haben mal das kurze Reichweitenvideo beendet oder die Fahrt beendet. Ich denke, das reicht. Wir haben kurz geladen, um zu sehen, was geht rein. Ich hatte jetzt, wie jetzt, Ausgangsposition, wo wir zurück sind, 27% und es konnten 56 Kilowatt geladen werden. Das ist okay, sagen wir, für den Akku reicht es mit 45 Kilowattstunden Akku. Das ist völlig in Ordnung. Und ja, ging da wieder hoch, kurzfristig auf 31%. Das heißt, die müssen wir jetzt dann auch wieder abziehen. Das heißt, wir stoppen jetzt bei 24%. Und wir waren bei 65, 67 Kilometer. Das heißt, wir müssen jetzt noch einmal ungefähr 17 Kilometer abziehen. Und dann sind wir ungefähr bei 50. So, ich fand das Auto angenehm, muss ich echt gestehen. Bin jetzt viel Autobahn gefahren. Ich war jetzt ungefähr, ja, 70 Kilometer Autobahn. Und wir hatten ungefähr, ja, jetzt knapp 70 Kilometer Landstraße, 80 Kilometer, also halb jetzt. Ja, es ist eher der Landstraßenrenner, würde ich mal sagen. Und aber wenn wir jetzt mal runter gucken. Genau. War jetzt auf dem Durchschnittsverbrauch von 20,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Angegeben sind 18,7. Ja, wir sind viel heute Morgen gefahren bei 2 Grad, also nicht optimal. Jetzt sind wir bei 10 Grad angekommen. Also finde ich das eigentlich okay. Ich bin jetzt auch viel Autobahn gefahren mit 110 Tempomat. Hätten wir auch noch ein bisschen reduzieren können. Und ja, bin jetzt 150 Kilometer gefahren. Wie gesagt, das war jetzt so halb-halb. Ziehen wir 15 Kilometer ab, was ich jetzt ja vollgeladen hatte, 17 Kilometer. Da haben wir 50 übrig, da kommen wir auf 200 Kilometer bei relativ niedrigen Temperaturen. Ich hatte die ganze Zeit die Heizung an, bin allerdings Öko gefahren, habe aber ab und zu mal ein Beschleunigungsvideo gemacht oder ein VMAX-Video mit dieser Ladung. Das heißt, ich habe auch mal die Leistung genutzt. Und ich denke, mit ein bisschen weniger Geschwindigkeit, weniger Autobahn, wären wir auf so reelle 220 Kilometer gekommen, schätze ich mal. Vielleicht 230, aber glaube ich eher nicht, weil auch ohne Gewicht. Dann ziehen wir wieder eine halbe Tonne Gewicht wieder mit drauf. Dann sind wir wieder bei 200 Kilometer Reichweite, so ungefähr. Also das ist so reell bei 0 Grad, 2, 3, 4, 5 Grad, ist es wirklich reell knapp 200 Kilometer zu fahren, wenn man jetzt nicht nur Autobahn ballert. Und im Sommer vermute ich das Ding auf 250 Kilometer Reichweite reell. Ja, das ist jetzt so meine Erfahrung, was ich jetzt in der kurzen Zeit machen konnte. Ja, durchschnittlich 50 km/h, 20,2 Kilowattstunden verbraucht. Also finde ich eigentlich so für den Kasten hier okay. Also wie gesagt, Gewicht muss man noch ein bisschen mit reinnehmen, ein bisschen weniger Autobahn. Ja, von dem her 56 Kilowatt geladen bei 27%. Okay, wie gesagt, ja, somit Reichweitenvideo beendet. Wir werden jetzt noch 20 Kilometer fahren und das Auto wieder abgeben. Und ja, dann passt das soweit. In diesem Sinne, vergisst nicht das Hauptreview-Video, Parkassistent-Video, normale Assistenzsystem-Video.
und Beschleunigungsvideo, wenn ihr euch das anschauen möchtet. Ja, die haben wir alle gemacht. Ja, das war's. Bis bald, macht's gut, ciao.